Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Dark Souls Soul Level One Run. Hallo, hallo, hallo. Und wir machen weiter mit der Tänzerin. Mal schauen. Vielleicht wird es eine reine Folge Tänzerin Trine. Wer weiß, man weiß es nie. Ich hoffe, ihr zählt noch mit. Wie oft ich gestorben bin. Idealerweise Kategorien. Umgebung, Gegner, Bosse, sowas halt, ne? Wow, dafür hätte ich gepunished werden müssen. Ah, das Feuer. Wait. Da, wo sie, glaube ich, reingeschlagen hat, kam nicht das Feuer raus, sondern ein bisschen versetzt. Oh boy. So geht das, Freunde. Ja, was ist da los? Was ist da los? Ah. Willkommen zum nächsten Chapter. Wow. Vor allen Dingen, erster Try in der Folge. Ist natürlich... bitter! Hätte ich das mal lieber in der letzten Folge gemacht. Es ist actually keine Zeit seit der letzten Folge vergangen. Ich habe actually direkt weitergemacht. Aber macht man einmal den Schwerheit-Modus an, dann arbeitet nicht rum, dann geht das halt schnell, ne? So. Okay. Wow, hier will ich gar nicht lang. Ich will hier lang. Oh, ich habe den Schlangenring nicht angezogen. Ah, ist egal.
Kriege ich vielleicht noch irgendwie große Titanitschen? Das wäre auch noch episch. Hallo? Ich weiß, hier müsste ich eigentlich runter, aber... No. Ich schicke den Aufzug erst wieder hoch. Ups. Ein bisschen Istus. Titanitbrocken, um das später weiter zu upgraden, unser Schwert. Bloß hier ausweichen, die sind ein bisschen stärker als die, die wir aus der ersten Folge kennen. Oh boy. Ich hoffe, der folgt mich nicht. Der verfolgt mich. Hello there. Schöner Garten des verzehrten Königs. Da gibt's auch sehr tiefe Lore. Aber nicht heute. Echt verdammt deep lore, Leute. Titanit Brocken for the win. For the win. So. Erstmal hier ein bisschen durch Buklothric stöbern. Ist eh Seelan ist so bekannten Reisenden, die das Schild. Deswegen, wir können hier ruhig erstmal einfach vorbeilaufen. Auch wenn die Gegner enorm stark sind. Boah, aber anscheinend komplett nicht wissen, was hier eigentlich überhaupt abgeht. Hi! Verräum mich weiter, oder? Ja. Keine Zeit für Great Chest. Jetzt muss ich actually überlegen, wo hier überall Titanitbrocken waren. Da glaube ich nicht. Kann das sein, dass da irgendwo... Hier nicht? Da vielleicht. Oder waren da Pfeile oder Bolzen? Und nee, hier waren Titanitbrocken. Nice. Uff. Guck mal, sogar die sind davon erstaunt, dass ich gestorben bin, dass sie den Mund aufmachen. Okay. Kann es sein, dass ich sowieso noch irgendwie Knochensplitter oder so habe? So, da sind meine Seelen. Danke für die Seelen. Oh. Ach, das schaffe ich schon. An dem Typen wollte ich actually nicht sterben. Ah, der hat mich ein bisschen Girl-Catch mit dem Ambrus-Typen. Hat er gut gemacht. Gib ich ihm Props für. Also, dass dir nicht einfach wird, das war klar, ne? Übrigens, Emma hat uns verarscht. Falls du es noch nicht mitbekommen hat, die Alte aus der Kirche. Und warum die Tänzerin da ist, das ist übrigens wieder feinste Lore. Alter, ich bin so schlecht. Hallo? Uff. Hallo? Wenn ich jetzt abgeschossen werde, sterbe ich. Wollte ich nicht. Gut. Ah, ich hab das Leuchtfeuer nicht, weil die mich angreifen.
Nice. Der Axt-Typ ignoriert mich. So wie es alle machen. Und jetzt einfach mal Knochensplitter holen. Passt mal auf, Leute. Hallo, Drache. Tschüss, Drache. Der Räuber war mir egal. Uff. War das Ding. Nein! Die Seelen! Nur deswegen bin ich da lang gelaufen. Verschwinde! Okay, daneben nicht. The mighty R1 Spam. R1. Okay. So. Auf zum Feuerbrandschrein, Leute. Jawohl. Ich habe ein Item vergessen, aber das ist egal, weil wir schon einen anderen Lord Gem haben. Deswegen kann ich hier gerade echt sehr viel abhaken. Sonst hätten wir dann auch weitermachen müssen, aber nö. Hallo. Immer noch kein Leveln. Hier brauchen wir, glaube ich, nichts machen erstmal. Ich habe immer noch keine große Titanitscherbe, deswegen kann ich meine Waffe nicht upgraden. Mir fehlt halt eine. Dann würde ich halt tausendmal stärker werden. Was gibt's eigentlich bei dir? Goodbye. Okay. Was verkaufst du denn noch so? Ein bisschen Feu, ein bisschen menschlicher Art. Hier können wir auch mal ein bisschen was von kaufen. Just in case. 42. Was noch? Oh, wir können ein richtig cooles Outfit machen. Oh yeah. Richtig großen Spitzhut vielleicht noch. Oh, stimmt. Den wollte ich auch noch kaufen. Gut, dass ich ihn jetzt kaufe. Jetzt wird es mal ein bisschen Zeit für ein bisschen Cosplay. Vermutlich bringt das nicht mal was. 3-3. Nö, Rüstung ist schlechter. Aber Style Points, Leute. Die Style Points sind so wichtig. Die Style Points sind wichtig. Wollen wir? Nein. Ja. Der blaue Krieger nenne ich ihn. Das sieht doch schön aus, oder? Yes, dann nehmen wir. Kann man wieder unser Schild equippen, ne? Dann Fackel brauchen wir erstmal nicht. Dagger? Eigentlich auch nicht. Nur im Sumpfgebiet. Apropos Sumpfgebiet, ratet mal, wo wir jetzt hingehen. Und zwar... Hier gibt es die sogenannten Ruinen der Feste. Da gehen wir jetzt mal hin. Und werden da ein paar Sachen erledigen. Danach, das werden wir aber
in der nächsten Folge machen. Das ist Chapter 7. Chapter 7 ist echt mega schnell. Das ist Chapter Pause. Wo wir echt easy Sachen erledigen werden. Aber als allererstes gehen wir mal zu den Abyss-Watchern, also in die Richtung zumindest. Noch machen wir nichts. So, hallo. Aber kann ich nicht sogar die Rüstung schon von Gale holen? Vielleicht mache ich das irgendwie nächste Episode oder offscreen. Ich muss mal schauen. Weil ich will ja auch ein bisschen Style Points haben, ne? Man merkt, dass ich eigentlich aus der Cosplay-Szene komme. Also in Dark Souls in der Cosplay-Szene. Real Life Cosplay bin ich nicht so. Keine Ahnung. Würde ich irgendwie nie machen. Ich cringe viel zu stark. Also ich selber. Ich kann mir auch manchmal so Videos reinziehen, wo es so irgendwelche awkward Moments sind. So. Hallo. Ich denke, ich mache schon gut Damage. Der Dagger? Oh, kleine Titanitscherbe. Brauche ich auch. Ach komm. Jetzt können wir mal bringen es gegen Zack. Wieso habe ich das Gefühl, dass die Abyss-Watcher ein richtiger Joke werden? Moment, der Typ kommt auch immer noch vorher. Den darf man nicht unterschätzen. Der kommt immer noch angelaufen. Ey, komm her. Wo bist du, Bro? Ich habe den Ring auch noch nicht equipped, lul. Dann eben noch mal kurz die alle killen. Hallo. Gib mir ein Item. Giftiger Edelstein. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr eigentlich jetzt mein Outfit, was ich gerade habe? Na? Wie viel ist dein Outfit wert? Schreibt es in die Kommentare. Komm her. Ich mach dich fertig, Boy. Leider kann man dich nicht backsteppen, weil, wie habt ihr gelernt, der hat einfach mal so ein Kreuz auf dem Rücken. In irgendeiner Story hatten wir das doch schon mal, dass irgendwer ein Kreuz auf dem Rücken hatte. Lull. Wer die ganze Zeit sein Schild hochhält, ja, der muss mit sowas rechnen. Oh, die Söldner Doppelschwerter. OP-Waffe mit Dexterity. Kohle von Pharaon. Kohle von Pharaon. Kohle von Pharaon. Yeah, boy. Yeah, boy. Sollen wir kurz das Zeug schnappen und dann begeben wir uns kurz home? Das Problem ist, ich habe halt jetzt echt keine große Titanitscherbe. Und wisst auch spontan nicht, wo ich eine herbekommen sollte. Sei denn, gab es hier nicht irgendwo einen Weg, den ich runtergehen kann? Und dann gab es da irgendwie Zeugs. Vielleicht ist da eine große Titanitscherbe. Wo gibt's große Titanitscherben?
Wenn ich einen Bart hätte, würde ich jetzt daran reiben. So nach dem Motto, ich überlege. Boah, hol. Sühne. Das sind ja aber Begriffe, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Den Ort mag ich nicht. Erstmal nach Hause. Hallo. Stimmt, ich habe ja alles für Rüstung ausgegeben. Okay, Abyss Watcher. Was wollen wir gegen euch spielen? Leute, das ist die neue Mode. Was wollen wir gegen euch spielen? Ich meine, das kann man immer ausgeben. Ja, okay. Gehen wir einfach mal so hin. Wird schon irgendwie passen. Moment, Leonard ist wieder da. Warum ist er da? Ach, hi. Von dir gibt's nichts Neues, okay. Immer noch Depri. Ja, ja, ja. Oh, wenn ich meinen eigenen roten roten Augapfel haben möchte, dann muss ich jetzt krasses Zeugs machen. Aber das machen wir nicht. Noch nicht. Das können wir noch später machen. Das ist das Coole daran. Also eigentlich sollte der nächste Kampf ein Joke sein. Aber dadurch, dass ich meine Waffe nicht richtig geupgradet habe, ich habe die Kohle nicht abgegeben, ist egal, wird das Ganze relativ interessant. Schauen wir einfach mal. So, die lasse ich einfach mal voranlaufen. Es gibt hier übrigens, Fun Fact, während die Boys da was erledigen. Wenn man hier reinläuft, kommt man nicht mehr raus. Also niemals in diese Ecke laufen. Oder hier irgendwo. Irgendwie da in der Ecke auf jeden Fall. Oh Leute, schauen wir uns diesen Kampf da vorne an. Auf der rechten Seite die Grooly Grools. Auf der linken Seite die Invader Baber. Wer wird gewinnen? Natürlich die Links. Vielleicht kann ich sogar einen zu mir locken, dass ich einen 1-on-1 machen kann. Komm, einen. Yes, einen habe ich getriggert. Oh, der ist ja richtig stark. Komm schon. Yes. Und immer einen roten Augapfel droppen. Dankeschön. Wo ist denn der andere? Ist er jetzt einfach wieder zurückgegangen und geht seinen normalen AI-Path? Ja, tut er actually. Moment, sollte ich jetzt nicht... Oh nee, Moment, ich habe keine Glut aktiviert. Dann gehe ich mal hier lang. Wenn die da so am Chillen sind. Jetzt gleich gibt es einen Kampf, Leute. Die da unten gegen... Wie habe ich sie genannt? Die Invader Baber. Oh, er hat mich gesehen. Das ist natürlich bitter. Dann hätte ich das ja auch alles schneller beenden können. Ich kann den Fuß nicht parryen. Uff. LOL! Ich bin in seinen Schlag reingerollt. Ich bin so ein Kacknoob. Dabei wollte ich stylisch sein. Das sind immer noch meine Punkte, die der gerade besorgt hat, ja? Okay. Ja, ich meine, wir können ein bisschen, da jetzt gleich Ende der Episode sein wird, bevor der Boss beginnt. Und dann ein sehr, sehr spannender Kampf stattfinden wird, denke ich. Ihr erinnert euch übrigens an die Boys, die mit dem Wolf da so ein bisschen Blatt ausgetauscht haben. Die sind das, die da drin chillen. Und die Lore-Leute. Ich weiß ja, wie ich ausgehe, aber die Lore ist schon hier.
ziemlich deep. Ah, dann nehmen wir schon beide noch gleich fertig. Ah, dann kommen wir jetzt von der Seite. Hallo, wer hätte das gedacht? Da bin ich schon. Meine Punkte. Das wollte ich nicht. Das ist eigentlich gleich für den Kampf, aber ist egal, so viel werde ich hier nicht brauchen. So viele Estus sowieso nicht. Immer noch so viele Estus nicht. Langsam wird's knapp. Mann, kann ich mal aufhören, so zu nerven? So, jetzt ist ja endlich mal Ruhe. Und wisst ihr, was jetzt endlich ist? Die Episode ist vorbei. Pff, endlich. Uff. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Jetzt gleich geht's los in den Bosskampf. Was ist das denn? Hört ihr das? Der Boss kämpft schon. Wir haben ohne mich angefangen, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis denn. Ciao.